Hallo und herzlich willkommen zum vierten Saisonspiel der FIFA YouTuber League. Wir sind heute gegen Barcelona, den HSP LP dran. Channel ist natürlich in der Videobeschreibung. Und was gibt's noch zu sagen? Ach ja, er lädt die Folgen nicht hoch. Aus dem Grund, weil es laggt, wenn er aufnimmt. So, wir spielen mal wieder auswärts. Leider, leider. Ich habe natürlich das Wichtigste erstmal vergessen. So. Wir haben eben schon mal ein kleines Testspiel gemacht. Und er kriegt einen Anruf, okay. War ich wohl zuletzt noch dran, ne? So. Och, was. Es ist heiß heute, der Tag. Und ich bin noch ein bisschen... Ich wollte schon sagen, ne? Hätte ich mich geärgert, wenn das kein Abseits gewesen wäre. Aber, puh, Meter. Boah, und Leute, ich hab's im Gefühl, das könnte unsere erste Niederlage heute werden. Oder auch nicht. Na, wir behalten noch den Ball. Flanke kommt. Gündogan schafft's nicht. Sahin Reus. Oh. Bisschen zu hastig nur mit dem Abschluss. Da muss ich hin mit Sokrates. Oder Hummels. Nein, Sokrates. Puh. Ach ja, der Sommer ist wieder da. Und abseits. Das gibt's ja nicht. So, ich muss erstmal ein bisschen reinkommen hier ins Spiel. Erstmal auch wieder in FIFA 14 reinkommen. Ich habe seit dem Spiel gegen Mr. Detonation LP nicht mehr gespielt jetzt. Und deshalb auch ein bisschen außer Übung. Und wir hatten hier beinahe mal das 1-0 kassiert. Aus dem Grund, weil ich verteidige wie ein Mongo. So, das wird ihn natürlich wahrscheinlich weniger stören, aber was soll's. Jetzt haben wir mal die Chance. Ja, oder eben auch nicht. Puh. Barcelona ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Eine der besten Mannschaften auf FIFA. Mehr oder weniger mit Bayern. Oh, jetzt gute Balleroberung von Reus. Und der ist direkt mal schneller. Und direkt mal die Flanke. Oh, schade. Blazikowski nochmal. Nee. Oh Gott. Was ist das denn? Der nächste Ball. Und Hummels nach vorne. Und Bender verkackt. So, verteidigen ist schwierig gerade. Okay, aber erstmal Abstoß. Ah. Dann hat man gerade unsere schöne Dortmunder Fankurve gesehen. Puh. Ich hätte gerne echt mal wieder ein Heimspiel, Leute. Ich glaube, 6. Spieltag. Keeper raus, kein Problem. Und weiter Abstoß. Aha, jawohl. Da ist ja gar keiner. Oh Gott, Leute. Torwart raus, Torwart raus. Nein, das war, oh Gott. Oh mein Gott. Das geht in die Hose. Jetzt versuchen wir mal ruhig zu spielen. Oh mein Gott, Leute, was ist das nur für eine Kacke? Weg. So. Jetzt kommt er wieder über die Außen mit Messi. Schmelzer erst da und dann nicht mehr. Oh Gott. Leute, Leute, Leute. Sehr gut, Reus. Wird er vom eigenen Mitspieler? Das gibt's doch nicht. Leute, das Spiel steht unter keinem guten Stern. Oh, was mache ich denn? Oh, sehr gut.
erstmal nach vorne hauen. Ein bisschen aufrücken jetzt. So, komm, es gibt einen Wurf. Ne, es gibt Abschluss. Okay. Also bisher muss man sagen, ein bisschen unterlegen sind wir schon, ne? Mit einer Torchance bisher. Und schlechten Einwürfen natürlich auch. Alles mit dabei heute. Sehr gut, jetzt aber mal Reus mit der Balleroberung. Oh. Scheißdreck. Viel zu spät reagiert. Und jetzt auch noch ein Foul und jetzt ist er durch. Mit Cesc Fabregas. Und die Ecke kommt. Die Ecke, ja, genau. Die Flanke natürlich. Alter Leute, das gibt es doch nicht. Nochmal weg. Oh Gott. Und Halbzeit 0-0, alter Schwede. Ach ja. Ja, etwas unterlegen, ein Torschuss. Aber immerhin, ne? Vielleicht doch mal den hohen Druck. Das war bestimmt ein Fehler. Aber was soll's. So, viel mit Seitenwechseln arbeitet er hier. Ja, das war jetzt nicht so schwierig zu sehen, ne? So, Abstoß. Und weiter Ball nach vorne. Abstoß halt, ne? So. Kommt natürlich wieder direkt in seine Füße. So, bloß nicht zu dicht zum Tor kommen lassen. Geschweige denn diese Seitenwechsel ihn machen lassen, wa? So, jetzt vielleicht mal über Reus hier. Ruhiger Spielaufbau. Oder ruhiger Ballverlust, das geht natürlich auch. Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott, Leute, was mache ich denn hier? Es ist unglaublich, wa? Oh, das zählt doch bestimmt als Torschuss, oder? Hahaha, nee, okay. So. Nein! Der weite Ball, oh Gott, der kommt natürlich auch noch an. Aber Hummels ist erstmal da. Und der Distanzschuss und dann gibt's die Ecke. Oh Mann, Alter. Hier geht heute nichts nach vorne. Und jetzt muss im Weidenfeller. Okay. Und nochmal die nächste Ecke. Geil. Die kommt gut rein und. Oh, das ist schon wieder nicht. Alter, der Junge hat ein Pech gerade, wa? Oh, und ich bin einfach so schlecht. Ich muss mich dafür echt schämen gehen nachher. Besonders wenn ich das dann auch noch verliere. So, Mann, Gündogan. Okay, ich werde bei der nächsten Gelegenheit den hohen Druck mal wieder wegnehmen. Jetzt erstmal der Angriff für uns. Und weit. Oh, wie kommen denn solche Bälle an, Alter? Und sowas, oh Gott. Okay, das geht gerade nicht mit den hohen Bällen weg, alles klar. Okay. Mit dem hohen Druck, hohen Bälle. So, jetzt hier mal über die Außen. Komm, da geht doch was. Nee. Oh, doch. Ja, toll. Mein Gott, Leute. Was sind denn, wie kriegt er denn das hier? Ja.
Ist mit Sicherheit, weißt du, mein Spieler steht da und oh Mann, ey. Ja, genau. Vor allen Dingen Messi, weißt du, er steht da und der springt einfach nicht hoch und Messi sieht einfach tausendmal größer aus als er. Ist ja unfassbar. So, Schmelzer kommt da nicht durch. Überraschung. Oh Gott. Na was? Na komm, komm. Komm, jetzt Reus, komm. Das muss es sein, der Ausgleich. Nee. So nicht. Ja, klar. Bleib erstmal ein paar Minuten stehen. Ja. Okay. 2-0. Alles klar. Ich sag gleich einfach gar nichts mehr. Na komm, was kann Schmelz hier noch reißen? Nichts. Victor Valdes kommt einfach ran. Und der nächste Angriff für ihn. Über Messi. Oh ja, natürlich. Ja, Weidenfeller. Mensch, warum solltest du den auch festhalten, wa? Oh, leck mich doch am Arsch in die nächste Ecke. Ja, komm. Also irgendwo ist auch mal gut, ne? Mein Gott, ey. Ist das behindert. So, kommen wir mal Pisscheck. Ja, oh. Spiel halt den Mitspieler an, warum denn auch nicht? Ja, sonst noch Wünsche oder was? Sehr gut. Ich hab's ja kapiert, ich hab verloren. Alles klar, Leute. Ja, wenn jetzt das 3-0 fällt, ja, alles klar. Okay. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und es kommt jetzt jeden Moment der Abpfiff. Wow, unsere beste Chance im Spiel. 3-0, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.